ist am Ende trotzdem das Gegenteil davon rausgekommen. Und ich meine, da wurde sich noch nicht einmal Mühe gegeben, das irgendwie logisch zu drehen, sondern einfach, puff, wir wollen, dass es so ist. Und so ist es jetzt auch. Und da war der wesentlich, wesentlich besser. Aber ich sag mal so, ich, also wenn es nochmal ein Life is Strange-Teil geben soll, das werde ich mir echt überlegen, weil, puh, das war schon ein happiger Preis. Dafür, dass du dann sowas gekriegt hast, da hätten es 10, 15 € weniger auch getan. Ich meine, die haben sich Mühe gegeben, aber. Ah, es war. Ah, weiß nicht. Ich weiß es nicht. Aber trotzdem, wie gesagt, es war alles in allem ein schönes Spiel. Vielleicht wär's sogar mit der Musik nochmal qualitativ nochmal um einiges hochwertiger, aber naja. Wir können morgen auch eben eine Pause machen. Morgen ist der 23. Der 24., 25. hast du ja auch keine Zeit, hast du gesagt. Das Problem ist, 3 Tage hintereinander Strategie. Na, mal schauen. Bloß andererseits, wenn wir morgen was anfangen, aber da hätte ich morgen dann wirklich bloß irgend so ein Dreschteil genommen, wo du dann sagen kannst, ach scheiß drauf, wenn du da, wenn wir den nicht weiterspielen, oh egal. Oder den Escape Simulator hätten wir ja auch noch. Aber wir haben ja noch nächste Woche dann auch noch ein paar Tage. Kommen jetzt irgendwann mal die deutschen Synchronsprecher? Oder kommen die im Abspann gar nicht vor? Naja, wenn du morgen keine Lust hast, sage ich mal, dann mir fällt immer was ein, was ich zocken kann. Okay, dann machen wir es so. Da muss ich mir für morgen was einfallen lassen. Entweder machen wir gleich morgen War Tales.
Naja, ich habe ja noch so drei, vier Strategiespielchen, die man mal so. Warte, das habe ich schon mal kurz angetestet, das wäre cool. Surviving the Aftermath, dort würde mich der Stand jetzt interessieren. Weil damals war das ja noch sehr verbuggt, wo ich das erste Mal gespielt habe. Weil es ja jetzt auch schon wieder Ewigkeiten her, da wird sich auch einiges getan haben. Endzone habe ich noch gar nicht reingeguckt. Location Services, jetzt bin ich gespannt. Oh, Alter. Jetzt B's können wir beschleunigen. Das sind erstmal die Translators. Weil würde mich interessieren, ob da die Pandora ja auch irgendwas gesprochen hat, irgendeine Rolle, aber die hätte ich 100% eher erkannt. So, EU-Marketing braucht man nicht. Square Enix Germany. Gut, ich meine, bei so vielen Leuten, die da an dem Projekt mitgearbeitet haben, da kann man das dann schon auch ein bisschen nachvollziehen, dass der Preis dann eben doch ein bisschen heftiger war. Und gerade auch so die deutsche Vertonung und alles. Das war ja bestimmt dann auch nicht die einzige Sprache, die hier hinterlegt war. Also neben Englisch. Das wird ja dann bestimmt mal in drei, vier andere Sprachen dann auch noch der Audiospur gewesen sein. Und das dann alles zu finanzieren. Ja. Aber ich verstehe trotzdem, ne, was da so schwer dran gewesen sein muss, da einfach irgendwie ein bisschen Gedudel da hinten reinzulegen, gerade wenn die selber so im Spiel Gitarre spielen und so, das muss denen auch aufgefallen sein, wenn sie den Streamer-Modus mal ausprobiert haben, dass das komplett albern wirkt. Wenn dort Leute ohne irgendwie Musik im Hintergrund dort rumspringen wie Angestochene. Können wir jetzt langsam mal deutsche Synchro sehen? Greenlight Group, User Research. North American Marketing. Sales. Events Team. UA Testers. So viele Tester habt ihr. Ne. Und keiner hat mal gesagt, hey, wäre vielleicht mal eine coole Idee. Translation und Audio Partners, jetzt. Eric Kronkorange. Julia Biedermann? What the fuck?
Nee, wie hieß denn die Biedermann, die früher mal so versucht hat, Musik zu machen? Hieß die Julia? Nee, das ist eine andere, ne? Die hat einen anderen Namen. Ja gut, bevor wir hier noch stundenlang Abspann gucken. So, haben wir jetzt noch irgendwelche Extras zum Angucken? Na klar, stand da Kronk, Erik Kronk Range. Dann da. Steph's Story. Es gibt ein DLC. Oh, wir haben einen neuen Seal. Okay. Also scheinbar gibt es das DLC noch nicht. Das scheint wohl noch zu kommen. Extras. Wie man spielt, deine Entscheidung. Arcade, mehr kaufen, Square Enix. Schade. Zum Beispiel dieses Jukebox-Spiel, das wäre cool gewesen, wenn sie das ein bisschen. Ach, Jeanette war das, genau, ja. Ja, ich mache jetzt auch aus. Ich gehe jetzt bei Steam ein bisschen stöbern, was es so Tolles für neue Angebote gibt. So, ich bedanke mich fürs dabei gewesen sein. Wir sehen uns die nächsten 3 Tage dann mit Story Games. Nee, nicht Story Games, mit Strategie spielen wieder. Mal schauen, was wir alles so Tolles spielen. Wie gesagt, ich habe ja noch einiges in der Pipeline. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ist ja noch früh am Abend. Bis dahin.